Hi Leute, ich grüße euch. Wie ihr seht, bin ich wieder ein bisschen draußen. Und zwar bin ich auf meinen Herbstplatz gekommen, wo ich letztes Jahr im Herbst meine Saison beendet habe. Wo ich eigentlich einen ziemlich guten Schluss hingelegt habe. Mit ein paar sehr schönen Fischen. Wettertechnisch bin ich eigentlich zufrieden. Das Wetter ist schön bewölkt, das ist also okay. Der Nachteil, was ich ein bisschen habe, ist, dass der Wind in mein Ufer drückt, was mir eigentlich jetzt nicht so besonders gefällt. Eigentlich heißt es ja, Wind angewandte Seite ist die bessere Seite, aber wir haben jetzt eine Woche lang eine kleine kühle Periode gehabt, Regenperiode gehabt, da bin ich dann eher kein großer Fan davon. Andersrum wäre es, wenn es eine Woche lang schön warm gewesen wäre, dann lieben gern. Neue Spots könnt ihr mir zwar aussuchen, aber ich wollte einfach einen Platz wieder mal ein bisschen anfangen zu probieren, an dem ich natürlich Vertrauen habe, wo ich schon was gefangen habe, wo ich weiß, okay, die Fische haben meinen Futterplatz angenommen oder die Plätze haben sie gemacht. Darum habe ich gedacht, probiere es hier nochmal ein bisschen. Ich werde jetzt mal ungefähr mal 2 Stunden lang jetzt mal nur mit Pop-Ups fischen, nur mit visuellen Ködern. Und wenn dann da nichts geht, werde ich dann vielleicht eine Handvoll Beulis drüber legen oder eine halbierte Beulis mit der Spom rausschießen. Einfach um da ein bisschen eine Lockwirkung anzuregen. Weil Fische springen sehen werde ich wahrscheinlich nicht, das ist wahrscheinlich ein bisschen früh. Aber vielleicht gibt es hier einen Frühsportler-Karpfen, der wo schon springt. Mal schauen. Aber immer mal gute Dinge, dass vielleicht einer geht. So, es sind mittlerweile 2 Stunden vergangen. Aktion hatte bis jetzt noch keine. Aber wir haben jetzt bis jetzt einen Fisch bringen sehen. Wir waren mir jetzt nicht ganz sicher, ob es jetzt ein Hecht war oder ein Karpfen. Das war mal ein richtiger Schwall. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel aus gesehen. Aber es könnte wahrscheinlich ein Karpfen gewesen sein, weil Hechte machen nur so eine kleine Spritze eigentlich. Das ist mir immer ein gutes Zeichen. Verwenden tue ich heute hier mein sogenanntes Blowback Rig. Das Blowback Rig 2.0. 2.0 steht einfach dafür, dass ich es einfach jetzt für mich persönlich einfach verbessert habe, perfektioniert habe, so eine richtige Fangmaschine gemacht habe. Das habe ich letztes Jahr im Sommer damit angefangen rumzutüfteln, dann auch den ganzen Herbst durch einfach damit geangelt und habe eigentlich außer einem, und den habe ich aus meiner eigenen Schuld verloren, eigentlich keine Fische verloren. Ich habe jetzt hier, wie ihr gesehen habt, in meinen Herbstvideos eigentlich hier sehr viel Fisch gefangen, auch vormittags immer sehr viel Fisch gefangen. Und das ist für mich beim Rig eigentlich sehr, sehr wichtig, dass einfach der Haken gut ist und dass ich einfach volles Vertrauen in das Rig habe, dass ich damit keine Fische verliere. Aber ich werde dann jetzt mal ein ausführliches Video darum machen, wie ich das so zusammenbaue, auf welche Komponenten ich da setze und weshalb es für mich eigentlich so richtig gut funktioniert und warum es vielleicht für euch auch so gut funktionieren könnte, wenn es mal jemand probieren möchte. Aber das Video kommt jetzt bald. So Fressaktivität habe ich jetzt noch keine gesehen, aber ich werde jetzt mal ein paar Beulis, so 5-6 Beulis pro Spot einfach mal so nebenbei rausschießen. Nicht zu viel oder eine Handvoll, weil hier ist auch ein guter mittlerer Bestand und Kleinbestand drin. Und da werden wir probieren, vielleicht mit dem 1-2 Beulis nachher vielleicht die Fische zum Fressen zu animieren. Vielleicht geht in einer was. Aber es ist ziemlich kühl, kühler Luft, und wenn der Wind nicht an mein Ufer drückt, wie gesagt, bin ich normal kein großer Fan davon. Aber naja. Wenn der Fisch rechts von mir hüpft, also in meiner Nähe eigentlich, vielleicht habe ich mich hier geirrt. Wir werden sehen. Mal schauen. Ich bleibe jetzt noch 2-3 Stunden und da packe ich dann auch wieder zusammen. Vielleicht geht er bis dahin rein. Thank you.
So, wenn man die Augen ein bisschen offen hält und kleine Details beachtet im Winter oder im Frühling, da wo die Sonne hinscheint, da wo es wird, einfach wärmer wird, wird man einfach belohnt. Jetzt habe ich einen schönen Biss gehabt. Jetzt schauen wir mal. Er ist noch ziemlich böse. Ich tue mir einen kleinen Schuppi an. Er hat echt hart gekämpft, war echt stark im Drill. Ist doch schön, wenn man belohnt wird für eine kleine Taktik. Kleines bisschen aufpassen, kleines bisschen die Augen offen halten, schöne Fische fangen. Aber wenn es die schönen größten sind, Fisch ist Fisch. Schön! So, jetzt habe ich den Fisch versorgt. Hatte doch ein gutes Gespür dabei, dass ich die Rute umgelegt habe und dahin geworfen habe, wo ich den Fisch in der Früh gesehen habe. Weil es sind einfach schon 2,5 Stunden vergangen, ich habe keine Aktivität gehabt und habe einfach eine Rute raus und dahin geworfen. Und die Rute lag eh nicht so lange drin und dann ist sie abgelaufen. Hatte eh einen guten Riecher dabei. Jetzt werde ich aber die Ruten an den Spots liegen lassen, weil ich habe die Fische auf der anderen Seite jetzt mehr öfter springen sehen und so. Aber es geht sich bei mir einfach zeitlich nicht mehr aus. Ich habe es in knapp eine Stunde noch zu angeln, da muss ich eh zusammenpacken und das rentiert sich einfach nicht mehr, da jetzt alles abbrechen und darüber laufen. Wegen vielleicht einer halben Stunde Fischen und so. Das tue ich mir nicht mehr an, deshalb werde ich hier verweilen und dafür fürs nächste Mal eventuell dann umziehen und dann früher einen Spotwechsel machen, wenn es einfach da drüben mehr Fischaktivität gibt wie auf meinem Platz. Ein kleiner Tipp für den Herbst, falls ihr jetzt mal an einen Spot geht, wo ihr unvorbereitet angeln geht oder so, wie ich zum Beispiel jetzt spontan einfach, wenn ihr nirgendwo was vorbereitet habt, geht es an Plätze, wo ihr im Herbst schon mal gut gefangen habt oder wo ihr eventuell schon mal Fische gefangen habt und angelt an den Spots, wo ihr kennt, wo ihr vielleicht schon abgelenkt habt, abgeklippt habt, angelt an solchen Plätzen, bringt ein bisschen Futter aus, das kann euch spontan den einen oder anderen Fisch vielleicht einbringen. Heute ist bei mir, habt ihr gesehen, hat es auch funktioniert, obwohl ich eigentlich kein gutes Gefühl dabei habe, an dem Platz zu angeln, wenn der Wind auf meine Seite drückt, das kalte Wasser zu mir drückt. Da habe ich es schon selber persönlich jetzt gesehen, dass die Fische sich auf die andere Seite rüber verziehen, weil einfach das kalte Wasser an meinen Ufer gedrückt wird. Deshalb denke ich mal, dass die Fische auf die andere Seite rüber wechseln. Aber naja, man geht ja nach den Richtlinien und ja, es hat trotzdem Fisch gebracht. Jetzt lasse ich die Rute noch eine Stunde liegen und schauen wir. Ein bisschen Futter werde ich jetzt noch ausbringen, vielleicht bringt es ja was. So, die Stunde ist rum. Leider hatte ich noch keine Aktivität mehr. Habe jetzt zwar auf einer Route im Fallbiss gehabt, aber danach war eigentlich auch nichts mehr. Sonst futtermäßig aber auch nichts mehr ausgebracht. Aber die Fische sind auf der anderen Seite drüben. Also das kann mir jetzt sicher sein, weil ich habe noch mal ein, zwei springen sehen auf der hinteren Seite. Das ist einfach das Karpfenangeln. Also man kann nicht immer was fangen oder mehr fangen. Sonst habe ich auf den Plätzen hier am Vormittag 2 Fische, teilweise 3 Fische mal gefangen. Heute blieb es bei einem. Ich weiß nicht, an welchen Umständen es gelegen ist. Es kann sein, dass es einfach am Wetter lag, dass zu viel kalte Temperaturen auf meine Seite gedrückt wurden oder auf zu viel kaltes Wasser bei mir oder ob hier andere Angler sind, weil ich bin ja der Einzige, der hier angelt, oder ob andere Angler hier gewesen sind, zu viel Angeldruck gewesen ist auf meiner Seite hier drüben. Das sind einfach viele Faktoren, wo man eigentlich nicht berücksichtigen kann oder nicht weiß, an was es liegt. Es kann einfach sein, dass die Fische nicht am Platz gewesen sind. Also, doch, aber ich kenne es mir, ich bin eher spontan draußen, gehe am Vormittag irgendwo hin angeln, wo ich gerade Lust habe, wo ich mir denke, okay, ich nehme mir diesen Platz vor, gehe ich da, dann gehe ich da, weil ich bin oft, wirklich oft nur am Vormittag unterwegs, nur bis Mittag rum, also effektiv 4 Stunden angeln, vielleicht 5, wenn es ausgeht im Sommer. Und wenn ich da meine Fische fange, habe ich meine Fische da auch und ich habe da auch schon größere Fische gefangen dabei. Also man muss nicht unbedingt immer Nächte machen, um Fische zu fangen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich werde es nachher zusammenpacken. Und ja, werde es hier nochmal herkommen, hier probieren an dem Platz. Vielleicht mache ich nochmal eine Nacht, wenn es hinausgeht. Wenn nicht, ja, vielleicht komme ich nochmal Vormittag her. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und das hat euch gefallen. Vielleicht habe ich euch ein paar Tipps mitgeben können, was das Rig und so angeht zum Beispiel. Abonniert euch gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich bei den nächsten Videos wieder. Bis dahin bin ich euer Just Fishing.